Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Final Fantasy X. Es geht weiter und oh mein Gott, Lulu hat ja extrem rote Augen. Ach ja, wie das. Ich bin da schon da. Yep. Letztes Mal sind wir gefangen genommen worden, nachdem wir die Prüfung abgeschlossen haben und eine neue Bestie bekommen haben. Ich glaube, wir haben sie schon benannt, aber benutzt noch nie. Müsste irgendwie gewesen sein. Naja, wir wurden gefangen genommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Game over. The High Court of Yevon is now in session. The sacred officers of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna, you have sworn to protect the people of Yevon, true? Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado, conspired with the Albed and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father Jisco with his own hands. What is this? Hadn't you heard? Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah. Please send Seymour now. Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead? You would have to send me, too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he's invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream. But the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die, even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? Summoner, my lord, like my father before me, I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope.
There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of the heaven. Is embodied by eternal, unchanging continuity, Summoner. That can't be right! Those who question these truths, they are traitors! Lord Micah! Da, da, da. Your breath. Oh. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Spiral, spiral, haha. Dieser Witz. Wow. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Das Englische gefällt mir da besser. Er würde dich schon seinen Kollegen umbringen, du würdest. Looks like you're next. Next for what? Get going. Where's everybody else? Wie kannst du unter Wasser reden? Floating down there somewhere, maybe. Wie kannst du bitte schon reden unter Wasser? Ooh, you made it. What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here? Oh, well, that's a lame way to kill someone. Where's Yuni? I don't know. Wonder if we should wait for her. Let's wait at the exit. If there is an exit. Ja, ein Eingang hat es. How fares the Ronso Maester? It seems my father's murder troubles him. Oops. Ever the Ronso. Hard-headed, hardly useful.
However, the summoner Yuna, daughter to High Summoner Braska, she may be of some use to us alive. She has disturbed the order of Yevon. She cannot be allowed to live. I understand. Let it go, Seymour. No one thrown into the Via Purifico has ever survived. Yet there is always a small chance that they might. Place guards at the exit. Kill any who emerge. Sir, leave that to me. First your father, now your bride. Allow me to do this because she is my bride. Wait, I will go too. You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Very well, as you wish. Touché. Lady Yuna, forgive me. Mhm. Okay. Jetzt muss ich kurz eine Karte da auf meinem Schoß lassen. Guck Karte, ich bin so nett. Er will nicht. Ach ja, diese Szene. Und zack. Alle weg, außer Junchen, ne? Wir müssen einfach weitergehen, diese sollte nichts machen. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie, bin ich hier groß rumgelaufen. Ich bin immer gleich zum Ziel gegangen, also werde ich mal ein bisschen zumindest rumschauen mal. Ist ja noch recht monsterfrei. Sagte bisher. Ich müsste eigentlich alle außer Bahamut. Der hat, wie er vielleicht gerade gesehen hat, um einiges mehr Leben als die anderen. Komm, Kater, mach's dir irgendwie bequem. Das sieht schon bequemer aus, Kratzer. Oh mein! Fährt allen Gegner Schaden zu. Weiß gar nicht mehr wie viel, aber es war angenehm. Es war angenehm. Ja, das habt ihr die lange Beschwörung gesehen, jetzt kommt nur noch die große. Und ja, sie ist ein bisschen unterlevelt, soviel ich weiß, weil ich sie ja eine Weile nicht mehr hatte, obwohl ich doch kein Level gemacht, also kein Leveln gemacht habe. Level 3 könnte ich jetzt dort hinten irgendwo hin. Reflex. Und Shell. Shell ist angenehm. Also mal gucken, da unten gibt es gar nichts, nicht mal irgendwas zum Holen. Da haben wir einen Kimari. Aber da links haben wir noch. Mega Potion. Yuna, sorry we left you alone. No, it's okay. Da waren es schon zwei. Nur ist Kimari für uns unnütz. So ziemlich sehr unnütz. Also, Yuna. Ich will doch nur schnell. Das ist
schnelle Variante. Er landet direkt. Kennt ihr das, wenn euer Kater auf dem Schoß ist und ihr das Gefühl habt, eure Beine brechen bald? Also vielleicht jedes Mal, wenn er drauf sitzt. Klar wäre es schneller, wenn ihr jetzt Leute hättet, die ein bisschen mehr Schaden reindrucken würden, aber hey! Ich habe ja nichts Unglück. Ach, und übrigens, die einen Gegner sind das erste Mal an Land. Ich glaube auch das einzige Mal. Ja, was ist da? Ach. Hallo du! Kenn ich doch von irgendwoher. There must be an exit somewhere. We search. Es könnte ich theoretisch mit Auron einfach, aber ich will zuerst dann den dafür brauche ich erstmal Lulu, den Kimari zu ersetzen, weil ich noch was zeigen will. Kimari, das noch ein bisschen dauert, bis es kommt. Man könnte das Ganze überspringen. Wäre schön, wäre schön. Ich dachte gerade, den anderen hat es irgendwie gar nicht getroffen oder überhaupt nichts passiert so, hä? Hier irgendwo noch Lulu sein. Ich geh mal nach unten. Es gibt dann gleich wieder einen Kampf. Doch nicht. Okay, hier gibt es interessant. Sieht es interessant aus, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das andere ein magischer Angriff ist oder nicht. Oder so ein Durchbrechen hat oder nicht. Auch wenn es doch nur ein bisschen schneller gehen würde. Ach, und Element hat er alle. Also er kann Feuer, Wasser, Eis und Blitz machen. Aber das könnt ihr so gleich auch selber sehen. Er geht sogar bis ins Gar rein, obwohl ich glaube, dass da Blitzra locker reichen müsste. Ja, das hätte ihn sogar ganz getötet. Dann da, bitteschön. Elixier erhalten, das war so nützlich. Au. Oh. Oh. Und was genau ist das? Ja, sorry Leute, aber das kenne ich jetzt wirklich gar nicht. Ja, da ist Lulu. Lulu. Hi. Hi, hi. It's okay. I know. Dann wieder schön begrüßt. Kimari, Lulu und so, jetzt kann ich kämpfen, ohne die Bestias jedenfalls beschwören zu müssen. Weißferui, da kann man irgendeinen Weiß-Magie-Spruch klauen. Da sieht aus, ob es hier eine Sackgasse wäre. Also wirklich auch neu für mich, deswegen bin ich jetzt ein bisschen so rumgucken. Greif an, zerstöre ihn! Ich weiß gar nicht, schafft er das? Mit
Glitzerer, solltest du das auch schaffen, weil du es ja. Ich hab auch Magie gebufft. Bete. Beten. Du musst beten. Gut ist. Und bye. Dauert schlussendlich circa gleich lange, aber immer kriegen da ein bisschen mehr Leute Erfahrungspunkte. Deswegen finde ich es noch recht praktisch. Ja, gegen die fliegenden Viecher habe ich dann ein bisschen mehr Probleme, schätze ich mal. Da links sah es auch aus wie eine Sackgasse nach kurzem Weg. Ah, da muss ich sich rüberporten, das heißt, da kann man sich rüberporten, wenn ich jetzt einfach geradeaus weiterlaufe und es einen nach links gebe. Würde. Das ist drei von euch. Weißmagie. Hm. Ah, sie kriegt noch einen aggressiven Weißmagie-Spell, aber das ist sehr spät. Oh ne, das gefällt mir nicht. Das sieht aus, als ob es auf alle geht. Okay, sorry. Ich glaube, ich sollte ihr eine Defense geben, noch zusätzlich. Sie ist nicht so defensiv. Und die sind auch mit Blitz anfällig. Wie traf das selber, bitte. Stimmt, es hat sich mega angewendet im Kampf. Okay, wie traf vielleicht ein bisschen übertrieben. Müssen wir auf den Arm nehmen? Stirb. Ich glaube, das schafft sie nicht mal so. Dammit. Also ja, ich muss mit ihm vielleicht noch ein bisschen upgraden. Komm schon. Das will ich jetzt mit euch schaffen, jetzt du. Nein, du machst wenig Schaden. Dammit. Töte ihn. Geht doch. Okay, tut mir leid, das muss es sein. Aber oh, du brauchst noch ein bisschen mehr Kraft. Wäre gerade praktisch, wenn du in der nächsten Zeit Angriff kriegst. Ja, in der nächsten Zeit kriegst du Angriff. Das dauert noch ein Level. Du kriegst Leben, das ist etwas, was ich dir recht gut empfehlen kann, dass du das brauchst. Also ich wollte jetzt, dass hier hingehen könnte, noch nach links. Das ist nicht aktiv. Okay. Oh, warte mal, ein geheilt und weiter geht's. Oh. So viel zu dem Thema. Ich kann nicht schälen, was Zauberer wäre. Okay, das ist sogar das Richtige. Ich weiß nicht, wer wie viel Zauberabwehr hat. Aber Lulu müsste allgemein viel haben, Aaron ist sowieso ein Tank und sie hat einfach am wenigsten Leben. Der Tank wurde angegriffen. Hat er einen Counterspell? Nein. Was war da? Blitz. Das sollte eigentlich Blitz sogar fast reichen. Aber ich habe das Gefühl, es reicht nur fast. Ich habe Angst. Ja, es reicht nur fast. Kampfgeist. Gefällt mir. Stirb daran! Ah, stimmt, da war ja was. Und da wird er stärker. Ja, aber es ist tot. Ach doch, Blitzer, aber ganz knapp nur. Wenn er Kritte, brauche ich es nicht. Aber dafür müssen Kritten. Ich will Auron ein Level abgeben. Ich glaube, das reicht zum Heilen. Immer noch irgendwie nach links gehen oder was gesehen. Noch so ein Teil. Ich habe sogar Chance zu Präventivschlag. Ja, du bist ziemlich sicher tot, bevor du angreifen kannst. Okay, ist noch ein Crit. Farewell. Dum, 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 dum. Boah, braucht der lange, bis er ein Level-Up kriegt und Yuna kriegt schon wieder ein Level-Up. Ja, sie ist ein bisschen unterlevelt.
Ah, da kommen wir durch. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The Temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood. You're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Der holt Ifrit. Hol du Ifrit. Mit der Gestik, die nicht funktioniert, weil du da keine Yuna hast. Ignoriere wir die Sache doch einfach. Your Aeons against mine. Oh mein Gott. Er ist auch schon auf der höchsten Stufe. Aber sollten wir ja zuerst dran? Dann kann ich jetzt die Ekstase zeigen, denn die finde ich richtig nice bei ihm. So richtig, richtig nice. Das ist schön anzusehen. Mega Flair. Oder Flurry. Je nachdem. Simpel ist es. Ja, ihr wisst ja. Inferno. Bitte töte mich nicht damit. Das fühlt ziemlich schmerzhaft. Man könnte wirklich die Bestie besiegen, aber. Wow. Das war ein guter Matrix-Trick. Wie er einfach da rumfliegt. I don't care. I'm just flying around. Schaut, machst du? Ich hab 6000 gemacht. Wow. Daneben. Eigentlich müsste Eiskott ziemlich nützlich auf dich sein. Ja, aber ich weiß nicht. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, ist gut. Ich gebe auf. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Das kommt, glaube ich, noch mit Fallverriss. Oder Wallverriss? Gerade unsicher. Egal. It's not over yet. Es ist noch lange nicht vorbei. Wallfaris, I don't know. Er hat keine Ekstase, da kann ich das ja mal versuchen. Da schmeiß ich dem einfach ein paar normalen Angriffen gegen und dann sollte irgendwann tot sein. Jetzt gleich funktioniert wie der letzte, dann sollte es nicht mal so lange gehen. Also natürlich treffe ich die ganze Zeit nicht. Das macht schon 4000 Schaden, willst du mir verarschen? Wenn der mich jetzt nicht tötet und ich hab dann das Teil da und dann soll der eigentlich wieder tot sein. Das müsste auch die kurze Version sein, ja. Theoretisch müsstest du jetzt besiegt sein. Bist härter im Nehmen als der andere Typ. Willst du mir verarschen? Das macht 99 Schaden. Wie overpowered ist das Vieh?
auch so mal treffen, ich will wenigstens wissen, wie viel Schaden du eigentlich machst. Ich habe das Gefühl, du bist sowieso gleich tot. Okay, du bist tot. Dieser epische Kampf. Er hat mir 90 Schaden gemacht. Willst du mich verarschen? Du kommst mit noch mehr. Oh shit. Sag doch, wie OP der ist, das benutzt er selber. Ich würde aber gerne einen Part momentan beenden. So kann ich nicht gut einen Part beenden. Ich nerv meine Katzen. Beziehungsweise mein Kater. Eigentlich solltest du fast tot sein. Oh, jetzt kommt der mit dem OP-Zeugs. Also komme ich auch mit OP-Zeugs. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird funktionieren. Kleiner Vogel gegen großer Vogel. David gegen Goliath! Da frage ich mich aber jetzt, ist jetzt auch so überstark wie vorhin oder nicht? Nee? Das macht 800 Schaden, das ist schon mal viel weniger als vorhin. Countdown 5. Ach nee, das war ja das. Der macht nichts weiter als sein Mega Flair. Countdown 4. Und ich schaff's nicht bis dahin, meine Ladung zu haben. Ich hätte gerne auch mit Ekstasen abgeschlossen. Countdown 3. Ich weiß, dass ich zu wenig Schaden mache. Ich weiß auch, dass ich das nicht überleben werde, weil der hat nur 1400 und hier hat vorher 3000 Leben gehabt. Das ist wahrscheinlich einiges stärker als vorhin, was von Ifrit. Countdown 1. Ist das überhaupt was? Ich versuch's. Aber wahrscheinlich ist es nichts. Ich finde das so genial, dass sich so dreht und so mit auflädt. Sieht so schön nice aus. Ne, der Rest ist nicht wirklich spektakulär. Hab ich bessere Erinnerung gehabt, dass es noch ein bisschen Strom und so zeigen würde. Naja. Aber es macht Großboom. Immerhin macht es Großboom. Und du machst dich. Wow, das macht nur 500 Schaden, wenn ich mich schütze. Willst du mich auf den Arm nehmen? Countdown 5. Countdown 4. Ist das eigentlich schon kurz vorm Sterben? Nein, sonst würdest du eigentlich auf die Knie gehen, wenn ich richtig bin. Aber ich glaube, du hast schon ein bisschen was im Leben verloren. Countdown 3. Ich mache jetzt so viel Schaden, wie ich momentan noch Leben habe, so ziemlich. Noch zwei Runden. Am Ende gewinnt wirklich noch der kleine Vogel gegen den großen Vogel. Der Kampf dauert länger als ich will. Er dauert viel länger als ich will. Das ist ein bisschen nervig. Ich muss mein Abendessen noch essen. Ich wollte noch zwei Pots davor machen. Ah, ist noch ein Angriff und ich bin tot. Ob ich bis dahin selber getötet habe, ist die andere Frage. Oh, 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 er ist schon. Langsam in Gefahr. Lange dauert es nicht mehr. Was bilden die für Tanks aus, Mann? Die haben extrem viel Leben, aber machen fast keins. Ja, das heißt einfach entweder ich zuerst oder er zuerst. Das Blocken lohnt sich jetzt nicht mehr. Ah, oh, und ich bin so kurz davor, mein eigenes Zeug zu kriegen. Schade, schade. Noch zweimal angreifen. Schaffe ich es vorhin zu töten oder nicht?
Es wäre witzig, wenn ich am Schluss noch einen Crit machen würde, dann wäre ich besiegt. Also wenn ich ihn jetzt besiege, dann lol. Und... er ist... nicht besiegt. Okay, ich bin tot. Zumindest diese Form ist tot. Das macht wahrscheinlich auch mehr als 500 Schaden. Das heißt, sie steht mit drin in der Explosion, aber sie nimmt keinen Schaden. Das ist die Bestie alles. Das funktioniert, weiß ich auch nicht. Wie viel Schaden machst du so? Wow. Ein Viertel. Was machst du sonst? Das ist gerade meine erste Bestie, die stirbt. Ich glaube, eine der ersten. Könnte ich sagen, es ist noch lange nicht vorbei. Machen wir Shiva. Ich hab's nicht geschafft, kleiner Vogel, großer Vogel. Aber es war knapp, es war sehr knapp. Himmelssonne. Achso, kann man sich zweimal hintereinander angreifen und Krieg. Okay, es hätte noch ein bisschen mehr gebraucht. Hätte noch viel mehr gebraucht. Schade, schade. Okay. 3. Zwei. Das komm schon, stirb mal. Langsam nervig. Ich bin zweimal hintereinander dran gewesen. Das hätte ich ein bisschen mehr anschauen sollen. Kannst du wenigstens mal die kurze Version davon machen, statt die lange? Das würde viel Zeit ersparen. Nachdem habe ich noch 2 andere, ja, also du wirst mich nicht besiegen, wenn du jetzt schon Probleme hast. Krieg. Und du bist weg. Also ich hätte vorhin einfach einmal angreifen können, dann wäre er weg gewesen, okay. Dieser Bahamut ist um einiges stärker als die anderen, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommt es ja nur vor. Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Krater? Fertig mich zerdrücken? Oder fängst du erst richtig an? Er läuft einfach rüber und rüber. Oh, Krater. Ja, das gibt ein paar Level-Ups. Ich glaube, das ist der Ausgleich dafür, dass sie vorhin nicht da war. Da hat es eine Kiste gehabt, aber die mache ich nachher auf. Und zack. Und komischerweise sind die drei, die durch Wasser gehen können, sind im Wasser. Ich finde das so witzig. Na egal. Da beende ich hier mal den Part. Sag hier, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.